Ihr hört's. Ich bin krank. Ich bin richtig, richtig krank. Ich bin ein riesiger Fan von so einer nasalen Stimme. Der Test ist positiv. Ja, ich habe Corona. Crazy. Ich habe jetzt gerade mein Essen gemacht. Oh, es sieht so geil aus. Ja, ich schmeck was. Nice. Ich liebe Niesen. Ich habe gerade auf YouTube einen Kommentar bekommen und da musste ich mal kurz schlucken. Und das tut mir wirklich richtig leid. Mein Essverhalten irgendwie so ein bisschen abgerutscht ist und ein bisschen ungesund geworden ist. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ihr hört's, ich bin krank. Ich bin richtig, richtig krank. Ich habe voll meine Haare auch schon wieder. Ich habe richtig Husten, ich habe Halsschmerzen. Mir geht's nicht so gut. Ich habe 11 Stunden geschlafen. Das war eigentlich ziemlich geil. Aber war jetzt heute auch eigentlich den ganzen Tag im Bett. Habe mich ein bisschen ausgeruht. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es eventuell schon Corona sein könnte. Deswegen habe ich jetzt gerade mal einen Termin gebucht und gehe gleich zum Testen. Ja, ich hoffe, dass es das nicht ist. Werde mir aber später noch eine Hühnersuppe machen, habe ich mir gedacht. Das wird ja alles bekämpfen. Und ja, das ist hier so die Stimmung. Ich muss gleich mal dick einpacken. Ich ziehe mir nochmal hier was an Hals an, damit ich gut rausgehen kann. Ja, das ist jetzt hier so die Lage, ne? Also, hier haben wir die kranke Katharina. So, ich war jetzt gerade beim Test, hatte schon das Stäbchen in der Nase. Ich sag's euch, der Sanitäter war ganz sicher ein Sadist. Ich hatte das lange nicht mehr so, also es war irgendwo hier oben. Naja, wie dem auch sei, warte ich jetzt hier noch 15 Minuten auf das Ergebnis. Fingers crossed. Und ich habe es eben schon auf Instagram erzählt, ich bin ein riesiger Fan von so einer nasalen Stimme. Ich finde, das hört sich immer so geil an. ja, also... Vielleicht hört ihr meine Stimme jetzt einfach sehr viel. Vielleicht werde ich einfach sehr viel reden. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Aber ich find's irgendwie geil. Hört sich cool an, oder? Seid ehrlich. Ja, gut. Ungünstige Situation. Der Test ist positiv. Hätte besser laufen können, sag ich ehrlich. Naja, ich gehe jetzt mal natürlich straight heim. Ich musste dann direkt danach noch einen PCR-Test machen. Und ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das heißt natürlich auch Quarantäne. Auch nicht optimal, aber okay, ne? Ich will ja ehrlich sein, ist jetzt ja auch nicht so, als hätte ich es nicht aufs Spiel gesetzt. In der Uni, da war es. Da waren schon einige Fälle, also in den Vorlesungen. Dann war ich auch zweimal feiern, also es kommt jetzt nicht von irgendwo her. Aber gut, ist jetzt natürlich trotzdem blöd. Ich hätte eigentlich gedacht, ich slide so ein bisschen durch, weil ich mich jetzt so in letzter Zeit schon echt gut geschlagen habe. Aber, naja. Ja, ich habe Corona. Crazy? Weiß ich nicht. Oh, ich merke gerade. Luft. Oh, nee. Nee. Mein Marathontraining. Nein. Ach, das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so Atemnot und so habe. Das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Und... Was für mich, glaube ich, das Allerschlimmste wäre, wenn ich meinen Geschmackssinn verliere, dann würde ich, glaube ich, echt richtig flennen. Aber bisher hatte ich es noch nicht. Also hoffe ich, dass es so bleibt. Ja, dann alle, die Corona hatten, könnt ihr mir mal gerne sagen, wie war es? Wie ist es euch ergangen? Aber, ja, der Typ war auch so, ja, sie sind jung, sie sind dreimal geimpft. Sie packen das und ich war so, ja, I can do this. Naja, also heim und ab ins Bett. So, ich bin jetzt wieder daheim, lieg jetzt auch hier schon im Bett, habe eben noch ein bisschen gelesen. Ich habe jetzt das Buch durchgelesen, das hatte ich euch jetzt auch schon zweimal gezeigt. Fand ich richtig gut. Also wie es mal der Titel extrem laut und unglaublich nah, fand ich wirklich toll. Stilistisch wunderschön geschrieben und ja, echt ein richtig gutes Buch. Und jetzt mache ich mit dem nächsten weiter. Das ist hier die Safari des Lebens. Ich schaue mal, wie viele Bücher ich jetzt so in der Quarantäne packe. Ich habe hier gerade mal die rausgelegt. Ich habe gar nicht mehr so viele Bücher, aber ich habe notfalls auch noch mein Kindle. Also ich glaube, ich komme durch. Aber vielleicht stöbe ich heute Abend schon mal nach neuen Büchern. Bücher kaufen ist ganz toll. Ja, ne, ansonsten ist jetzt nicht so viel passiert. Ich hatte ein kleines Hüngerchen. Aber ich sag mal so, die Hemmschwelle ist jetzt immer ein bisschen größer, höher.
ne? Weil ich ja alles immer desinfizieren muss, wenn ich dann da war. Also wir leben, oder ich wohne ja in einer WG und ich bin jetzt natürlich nur mit Maske unterwegs und desinfiziere immer alles, was ich anfasse. Und da fällt einem erstmal auf, wie viel man die ganze Zeit anfasst. Also man fühlt sich irgendwie wie so eine wandelnde... Man fühlt sich irgendwie wie so eine wandelnde Seuche und es ist so, ah, ich kann, naja, ne, wie dem auch sei. So ist jetzt hier, aber mir wurde auf Instagram schon geschrieben, dass ihr Bock auf Quarantäne-Vlogs hättet. Ich habe ja Zeit, ne, mal sehen, ob ich spannende Dinge tue, aber vielleicht können wir das dann in Angriff nehmen. Also, ja, das ist jetzt hier so die Stimmung. Mal sehen, ich glaube, ich beginne jetzt mal mein neues Buch, hol mir bald mal was zu essen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel da, aber muss passen. Ich habe mir jetzt gerade mein Essen gemacht. Oh, das sieht so geil aus. Ich habe mir so eine Bowl gemacht. Hier ist Mangold. Ne? Das, wir wissen jetzt, was das ist. Hier habe ich Reis, Champignons, Schafskäse, Tomate, Avocado, Radieschen und mit ist noch Lachs und oben drüber sind Kräuter. Und ich dachte schon die ganze Zeit beim Kochen, so Alter, wenn ich jetzt nichts mehr schmecke, dann bin ich hier richtig sauer. Aber heute Morgen ging das noch. Okay, ich habe jetzt alles mal gut vermengt. Achso, habe ich gleich erzählt, ich habe so ein geiles Dressing gemacht mit Senf. Zitronensaft und Joghurt. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Das schmeckt eh ganz geil, so zum Lachs und so. Ich hätte richtig gern frischen Dill gehabt. Aber hatte ich halt nicht, ne? Okay. Probieren wir mal. Ja, ich schmecke was. Nice. Das ist gut. Mhm. 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 Doch, kann man sagen. Das schmeckt richtig gut. Ist halt auch sehr intensiv. Das ist auch gut. Ja, schmeckt sehr lecker. Jetzt werde ich mal essen. Ja, und dann mal sehen, was der Tag noch so bringt. Also ich packe mich jetzt erstmal wieder ganz flott ins Bett. Was ich immer noch ganz lustig fand, der meinte zu mir so, ja, und unbedingt ganz viel trinken, so 2,5 Liter bis 3. Und ich war so, und was meinst du jetzt mit viel trinken? Ist ja gar kein Problem für mich. Ja, also ich trinke fleißig Tee und Water. Ja, so. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich, glaube ich, noch nie so starken Husten. Also es ist nicht so viel. Wenn er dann kommt, ist der echt doll. Was ich aber ganz cool finde, ich liebe Niesen. Und ich muss jetzt relativ oft niesen, bin ich immer so, nice. That was a good one. Naja, also ich komme jetzt erstmal ins Bett, lese jetzt noch ein bisschen. Ihr seht es nicht, ich liege jetzt immer noch im Bett. Ich habe jetzt noch ein bisschen gelesen. Ich habe jetzt mit Safari des Lebens angefangen und ich finde das Buch bisher echt gut. Vielleicht haue ich das heute noch durch. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber ich habe gerade auf YouTube einen Kommentar bekommen und da musste ich mal kurz schlucken. Ich hatte im letzten, oder in meinem, das ist jetzt schon ein paar Tage her, in dem Video, wie heißt es? Alter, in welchem Video war das denn? So, schauen wir jetzt mal ganz spontan. Ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich brauche Lippenpflege. Ach, ich sag euch, das Leben ist so anstrengend. Ich glaube, das war First Uni Days Vlog. Ich glaube, da war das drin. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, dass mir das gut getan hat in Jamaika, dass wir so regelmäßig gegessen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Mitbewohnerin einfach ein sehr ausgewogenes und gesundes Essverhalten hat. Und ich glaube, es tat mir auch gut, das dann mal zu sehen. Und da meinte ich halt, dass ich das in den letzten Wochen nicht so gepackt habe und dass mein Essverhalten irgendwie so ein bisschen abgerutscht ist und ein bisschen ungesund geworden ist. Und daraufhin hatte mir halt einer auf YouTube geschrieben, dass meine Videos die getriggert haben. Also, dass ich einfach so viel Sport gemacht habe und so wenig gegessen habe und so. Und das tut mir wirklich richtig leid. Weil ich habe das irgendwie gar nicht so geahnt und ich meinte auch immer so, ja, mir ist so kalt und so. Und dann wurden mir schon ein paar Mal geschrieben, sehr vielleicht ist dann, dass du zu wenig isst. Und ich war so, nein, ich esse nicht zu wenig. Und so, natürlich habe ich zu wenig gegessen, aber ich habe es einfach nicht, keine Ahnung, ich war irgendwie an einem ganz komischen Punkt. Und auch wenn ich halt so ein normales Sättigungsgefühl verspürt habe, war ich so, fuck. Hast du jetzt zu viel gegessen? Und das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg. Es ist ja eh irgendwie, also es ist immer so phasenweise. Und jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber bisher komme ich jetzt, glaube ich, ganz gut klar. Ich glaube, ich esse genug. Versuche jetzt auch halt
keine Ahnung, ich habe schon sehr darauf geachtet, dass ich so ganz clean gegessen habe und versucht, das jetzt einfach vielleicht mal nicht zu machen und auch mal Sachen zu essen, die jetzt nicht nur gesund sind oder so. Ja, das ist jetzt hier so mein State of Mind. Weil ich muss nämlich auch sagen, also zum einen habe ich in Jamaika realisiert, dass man jetzt nicht direkt super viel zunimmt, wenn man einfach mal ein bisschen mehr isst, wenn man auch mal ungesunde Sachen isst und so. Und dann muss ich eigentlich auch sagen, dass ich mich auch relativ wohl damit fühle, dass ich jetzt, also ich habe mich jetzt lange nicht mehr gewogen, aber ich glaube, ich wiege jetzt schon ein bisschen mehr. Und irgendwie finde ich es auch voll gut. Also ich fühle mich damit auch sehr wohl. Fühle mich einfach viel besser. Ja, also das jetzt mal von mir von der Front. Mir hatten auch eh viele geschrieben, dass die damit Erfahrung gemacht hatten und dass, ja, ich glaube einfach, dass super viele damit strugglen. Vielleicht auch einfach nicht so schlimm, aber dass man einfach, keine Ahnung, irgendwie hat gefühlt jeder so eine Story zum Essen oder hat da, war immer mal an einem Punkt im Leben, wo es einfach nicht so lief oder so. Und ja, das finde ich irgendwie krass. Ja, das ist meine Erkenntnis. Ich hoffe, dass das jetzt alles wieder gut wird. Ja, genau, das wollte ich einfach nochmal loswerden, dass mir das total leid tut. Ich wollte nie irgendwie ein Trigger sein oder so und ich habe das auch überhaupt nicht aktiv wahrgenommen, weil ich das selbst nicht realisiert habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das sehe, wo ich das reflektiere, was da sich so angebahnt hat und so. Ja, genau. Also, ich glaube, ich packe das. Es ist alles gut und ich glaube, es ist wichtig, das jetzt zu realisieren und daran zu arbeiten. Ja, gut, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, jetzt lese ich noch ein bisschen. Heute läuft ja auch Germany's Next Topmodel. Das Problem ist, also heute ist Donnerstag bei mir. Das Problem ist, dass mein Fernseher noch nicht angeschlossen ist. Ich habe alles da, ich könnte es easy anschließen, aber ich habe gerade nicht so Bock, sage ich ehrlich. Und über den Laptop zu gucken, irgendwie funktioniert das immer nicht so gut, finde ich, wenn es gerade live läuft. Gerade hier ein kurzer, ne, wichtiger Talk. Deswegen glaube ich, dass ich das einfach morgen nachgucke. Ja, genau, Germany's Next Topmodel, Donnerstag. Ich bin gespannt, wann ich aus der Quarantäne raus kann. Also er meinte, dass ich mich nach 5 Tagen freitesten kann, dafür aber 48 Stunden schon negativ sein muss. Dämlich, dass ich dafür schon 48 Stunden symptomfrei sein muss. Ich sehe es noch nicht so ganz, dass das jetzt dann ja schon übermorgen weg ist. Ja, mal sehen, schauen wir mal. Das Gute ist, ich kriege die ganzen Aufzeichnungen für die Vorlesungen, wenn ich da halt meinen positiven Test einreiche. Das ist gut. Ich sehe mich momentan noch nicht irgendwelche Uni-Sachen machen. Mein Kopf ist schon noch ein bisschen dick. Ich kann mich noch nicht so gut konzentrieren. Ich hatte heute Morgen eine Vorlesung und ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, ne? Mal sehen, wie sich das die Tage so entwickelt. Genau. Der Tag ist so lang. Der Tag ist so lang. Was mache ich eigentlich immer den ganzen Tag? Ja. Ich glaube, ich werde heute noch das Buch durchlesen. Ich habe jetzt noch so 50 Seiten oder so. Und ich glaube, ich gehe auch bald schlafen. Ich bin natürlich schon wieder müde. Ich habe ja auch immer viel gerissen. Ja, aber ich muss sagen, mein Schnupfen ist nicht mehr so schlimm wie heute Morgen. Also ich verbrauche nicht mehr so viele Taschentücher. Husten habe ich auch nur noch vereinzelt. Und Halsschmerzen eigentlich fast weg. Das ist schon mal ganz gut, oder? Würde ich so sagen. Oh Leute, ich bin gerade so rot. Naja, wie dem auch sei, ich muss gleich immer hier ein bisschen das Fenster aufmachen, ein bisschen lüften. Meine Nase fängt schon langsam an, dass sie wehtut, weil sie den ganzen Tag läuft. Naja, aber ich bin jetzt eigentlich bettfertig, ich habe eben noch ein bisschen gelesen. Habe ich es erzählt? Nein, ich habe das andere Buch durchgelesen, ich habe es jetzt hier gerade nicht mehr. Oh Gott, meine Stimme. Die Safari des Lebens heißt das. Das war ein richtig gutes Buch, ich nehme da viele neue Erkenntnisse mit. Und ich habe jetzt richtig Bock auf Afrika. Ich möchte nach Afrika. Ja, also ich glaube, damit werde ich mich mal beschäftigen, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Und dann ist mir gerade eingefallen, dass ich morgen um 8 eine Vorlesung habe. Also online. Aber um 8. Deswegen muss ich jetzt schlafen, damit ich genug Schlaf bekomme. Ich wollte heute Morgen eigentlich um 6 aufstehen und ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Dann habe ich erstmal noch so eine Stunde geschlafen und war so, das sehe ich immer noch nicht. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal bis 9 geschlafen. Ja, das war echt gut. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt auch mal schlafen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall in die Vorlesung reinschauen, weil die nicht aufgezeichnet werden. Und eigentlich ist der Typ auch ganz gut. Ja, genau. Ne, das ist hier so die Lage. Ich hoffe, dass euch mein erster Quarantäne-Vlog gefallen hat. Ja, mal sehen, wie das jetzt so läuft. Mal sehen, wie die nächsten Tage sind. Ich muss sagen, meine Symptome werden auf jeden Fall schon besser tatsächlich. Also ich habe nicht mehr so dollen Husten. Meine Halsschmerzen sind eigentlich schon fast weg.
Und Stimme ist noch ziemlich geil. Ja, genau. Also das ist hier so die Lage. Ich habe gehört, dass einige jetzt gerade auch Corona haben. Sagt mir mal, wie geht's euch? Wie ist bei euch die Stimmung? Was macht ihr den ganzen Tag? Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz so gedrückt. Ich hoffe, dass ihr nicht krank seid. Bleibt gesund. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Besserung. Ja, also ein dickes Küsschen an euch alle.